Ich bin Lotte Ortleb von Wuttmeiser Deutschland. Heute zeige ich die LT15 Classic White. Die Säge mit der größten Schnittkapazität der LT15 Serie. Im Gegensatz zur LT15 Classic hat die White 90 cm Stammdurchmesser. Die Säge eignet sich hervorragend für alle Sägefans oder Betriebe, die zum Beispiel Tischplatten sägen möchten aus einem Stück. Jetzt zeige ich euch die Säge einmal genauer. Die Säge ist erhältlich in einem leistungsstarken 11 kW Elektromotor oder 25 PS Cola-Benzinmotor. Serienmäßig ist die Säge mit einer elektrischen Höhenverstellung und einem Schnittstärkenrechner ausgestattet. Der Schnittstärkenrechner erhöht die Effizienz und Produktivität beim Sägen erheblich. Ein extra Erklärvideo zum Schnittstärkenrechner finden Sie auf unserer Homepage. Optional ist die Säge mit einem elektrischen Vorschub und einem Vorschneider erhältlich. Beides ist auch nachrüstbar. Der Vorschneider ist dafür da, dass er den Schmutz und die Rinde entfernt und damit die Standzeit des Sägebandes erhöht. So hält das Band am längsten. Die Beladung der Stämme erfolgt entweder behutsam per Gabelstapler oder manuell per Wendehaken. Durch die niedrige Arbeitshöhe lässt sich der Stamm auch wunderbar per Wendehaken drehen. Um den Stamm dann fixieren zu können, haben wir manuell einstellbare Seitenstützen und eine Stammklemme. Falls der Stamm ausgeglichen werden muss, gibt es einmal standardmäßig einen Ausgleichskeil dazu. Optional, wer mag, kann aber auch einen Kurbelstammausgleicher dazu nehmen. Nun zeige ich, wie man einen Stamm per Wendehaken auflädt. Dazu ist es wichtig, dass die Seitenstützen oben sind, damit der Stamm nicht übers Sägebett rüberrollen kann. Die maximale Schnittbreite, das, was wirklich zwischen die Bandführungsrollen passt, beträgt 86 cm. Die Säge wiegt ca. 900 Kilo und wird auf Palette per Spedition geliefert. Alternativ kann die Säge auch sehr gerne bei uns in Schletau abgeholt werden. Der Aufbau der LT15 White ist leicht. Der Sägekopf ist schon vormontiert, lediglich das Sägebett muss montiert werden. Anschließend wird der Sägekopf auf das Bett draufgesetzt. Im Lieferumfang enthalten ist eine Aufbauanleitung sowie ein Aufbauvideo. Falls einmal Hilfe benötigt wird, stehen unsere Techniker aus der Werkstatt gerne zur Verfügung. Die Sägebänder bei Wuttmeiser fertigen wir alle selbst. Für jede Sägesituation gibt es das passende Sägeband. Das Schöne dabei ist, in unserem hausinternen Schärfservice können alle Sägebänder bis zu 10-mal aufgearbeitet werden. Wichtig ist, dass man den Stamm fixiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stammklemme so weit wie möglich unten geklemmt wird, damit man da nicht reinsägt. Das Gleiche gilt auch für die Seitenstützen auf der anderen Seite. Nachdem ich das Sägeband aufgelegt habe, spanne ich das Band. Mit dem Manometer kann ich die perfekte Spannung einstellen. Nachdem wir uns die Schnitthöhe gesucht haben, stellen wir den Bandführungsarm ein. Dieser sollte ungefähr eine Handbreit vom Holz entfernt sein, damit wir mehr Stabilität im Schnitt haben. Für unseren Werkstattanbau benötigen wir zurzeit 28 mm starke Bretter. Das kann ich dem Schnittstärkenrechner so erklären. Ich gebe die 28 ein und er sagt mir, wir kriegen aus diesem Stamm 9 28 mm starke Bretter raus. Das bestätige ich jetzt. Dann zeigt der Schnittstärkenrechner mir automatisch an, dass wir oben noch einen Rest wegzuschneiden haben. Dieser Rest beträgt jetzt 22 mm. Das tippe ich jetzt noch einmal manuell ein, bestätige das Ganze. Dann haben wir unseren Schnittstärkenrechner programmiert. Als nächstes fahren wir noch einmal über den Stamm, sodass wir uns eine Rückfahrhöhe einspeichern können.
Nun ist der Schnittstärkenrechner programmiert. Jetzt sägen wir den Stamm auf. Die Grundschnittlänge beträgt 5,40 Meter. Wem das noch zu kurz ist, der kann die Säge unbegrenzt mit 1,95 Meter Segmenten verlängern. Für weitere Informationen klicken Sie auf unsere Homepage woodmeiser.de oder besuchen Sie unseren YouTube-Channel. Falls Sie sich die Säge einmal live ansehen möchten, haben Sie hier vor Ort in Schletau die Möglichkeit oder wir vermitteln Ihnen gerne eine Referenzadresse in Ihrer Umgebung.